Ladet euch die aktuellste Version von Brickforce Aurora herunter, indem ihr auf die Datei klickt, welche mit .ra endet. Sollte die aktuellste Version für euch die Version 1.0b lauten, dann empfehle ich euch auch noch, den Patch für diese Version herunterzuladen, welche das Spiel flüssiger laufen lässt und die Y-Sensitivität der Maus fixt. Um Brickforce Online mit anderen Spielern spielen zu können, muss man sich im selben Netzwerk wie diese befinden. Dies bewerkstelligen wir mit Radmin VPN, einem virtuellen privaten Netzwerk. Dafür steht VPN übrigens auch. Ladet euch Radmin VPN herunter, indem ihr auf Free Download klickt. Da wir vorhin eine RAR-Datei und eine 7-Zip-Datei heruntergeladen haben in Form von Brickforce Aurora und dem Patch, brauchen wir noch eine Software, welche diese beiden Archive auch entpacken kann. Dafür solltet ihr euch dann 7-Zip herunterladen, indem ihr auf Download klickt, für die 64-Bit-Version von Windows. Installiert nun 7-Zip. Ist 7-Zip nun installiert, können wir auch Archive entpacken. Dafür machen wir einen Rechtsklick auf die Aurora-Datei, gehen zu 7-Zip und klicken auf Extrahieren zu Brickforce Aurora. Dadurch wird nämlich ebenfalls direkt ein Ordner erstellt und dadurch wird das alles sehr viel geordneter. Und da Entpacken ja so viel Spaß gemacht hat, können wir auch direkt den Patch für die Version 1.0b entpacken. Dafür machen wir wieder einen Rechtsklick auf die Datei, gehen zu 7-Zip und da dies nur eine Datei ist, die wir entpacken müssen, klicken wir auf Hier extrahieren. Und wie man sieht, kam nur eine Datei daraus, nämlich die Assembly C#.dll. Den Brickforce Aurora Ordner ziehe ich mir jetzt mal in einen eigenen Ordner auf den Desktop und von dort aus öffnen wir nun diesen Ordner und klicken uns mal durch, bis wir ein paar mehr Dateien finden. So, als erstes wollen wir den Patch natürlich installieren. Dafür müssen wir den Brickforce Data Ordner öffnen, den Managed Ordner und dort sehen wir bereits die Assembly Sharp. Da wir die alte Assembly Sharp immer als Backup behalten wollen, habe ich mir dafür einen eigenen Ordner nochmal auf dem Desktop erstellt und schiebe die alte Datei da rein. Und jetzt können wir die neue Assembly C Sharp in den Managed Ordner reinpacken. Wichtig anzumerken ist übrigens, dass wir zum Starten des Spiels nur die Brickforce.exe benötigen. Falls sich manche jetzt von euch fragen, weshalb Brickforce.exe, denn da steht ja bloß Brickforce, können wir die Dateinamenserweiterung zu jeder Zeit anzeigen lassen. Dafür klicken wir auf Ansicht, dann auf Optionen, ein weiteres Mal auf Ansicht und entfernen das Häkchen bei Erweiterungen bei bekannten Dateityp ausblenden und klicken anschließend auf Übernehmen. Und nun können wir sehen, dass Brickforce.exe dort steht. Da wir bloß die Brickforce.exe benötigen, können wir uns dafür eine Verknüpfung erstellen und diese beispielsweise auf den Desktop schieben. Damit hätten wir bereits den Brickforce-Ordner abgeschlossen. Bevor wir nun weitermachen, sollten wir erst einmal die Firewall für Brickforce.exe deaktivieren. Dafür geben wir unten im Suchfeld Firewall ein und klicken auf Zugriff von App durch Firewall zulassen. Im darauffolgenden Fenster müssen wir dann auf Einstellungen ändern klicken und danach auf andere App zulassen. Hier dann auf Durchsuchen. Und nun müssen wir den Ordner finden, in welchem sich die Brickforce.exe befindet. Bei mir war das in diesem Fall BFVid. Dort müssen wir weiterklicken in den Ordner natürlich. Und hier ist die Brickforce.exe, die wir eben erst heruntergeladen haben. Dann klicken wir auf Öffnen. Daraufhin klicken wir unten links auf Netzwerktypen und setzen auch bei Öffentlich den Haken. Und klicken auf OK. Nun können wir abschließend auf Hinzufügen klicken. Und wir sehen hier, die Brickforce.exe wurde erfolgreich hinzugefügt. Bevor wir nun Radmin VPN installieren, sollten wir unseren PC in privaten Netzwerken sichtbar machen. Dafür geben wir unten links im Suchfeld Freigabeeinstellungen ein, um die erweiterten Freigabeeinstellungen zu verwalten. Hier in diesem Fenster sollten wir unter Privat die Netzwerkerkennung einschalten und auch das Häkchen bei automatisches Setup setzen. Danach müssen wir auf Änderung speichern klicken. Um den Downloading Once Bug zu beheben, der beim Starten von Brickforce auftreten kann, können wir den Brickforce Language Fix starten. Diesen findet ihr genauso wie die anderen Downloads in der Videobeschreibung. Um den Fix laufen zu lassen, müsst ihr diesen bloß doppelklicken und anschließend auf Ausführen klicken und tatsächlich ein weiteres Mal auf Ja drücken. Nach unzähligen Bestätigungsnachrichten habt ihr nun erfolgreich die Sprache auf Englisch gestellt. Es könnte sein, dass ihr weniger bestätigen müsst, da bei euch bereits ein Eintrag besteht, welcher allerdings falsch ist. Bei mir war nämlich gar kein Eintrag vorhanden. Was dieser Patch übrigens macht, ist den Eintrag für die Sprache im Registrierungseditor zu ändern. Um dies nachzuverfolgen, können wir unten links RegEdit eingeben und den Registrierungseditor öffnen. Folgendes müsst ihr oben in die Adresszeile kopieren und dann Enter drücken. Dies findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Damit habt ihr den Exe Games Brickforce Ordner im Registrierungseditor geöffnet. Falls bei euch beispielsweise der Bug auftreten sollte, dass ihr oben links, während Brickforce läuft, das F6 Fenster für das Hosten und Beitreten von Matches nicht seht, könnt ihr hier mal versuchen, den Vollbildmodus zu deaktivieren oder die Auflösungen zu ändern. Dafür müsst ihr beispielsweise auf Fullscreen doppelklicken
dann statt einer 1 an den 0 eintragen und auf OK klicken. Und bei den Auflösungen logischerweise eine andere Zahl eingeben. Empfehlenswert wäre hier übrigens, eine Dezimalzahl anzeigen zu lassen. Das hier war übrigens die vertikale Auflösung und dies hier ist die horizontale Auflösung. Und was der Patch gemacht hat, ist diesen Wert hier einzutragen bzw. zu ändern. Nämlich die Stimmeinstellungen wurden dadurch auf 1 gesetzt und 1 steht für Englisch. Wichtig für Big Force Aurora ist nämlich, dass das Spiel auf Englisch gestellt ist. Daher solltet ihr im Spiel auch nicht die Sprache ändern. Bevor wir nun mit der Installation von Radmin VPN weitermachen, dem notwendigen virtuellen privaten Netzwerk, möchte ich noch anmerken, dass ihr nicht mit Alt und Tab aus Big Force raustabben solltet, während das Spiel lädt, da der Ladevorgang erst weitergehen wird, sobald ihr wieder in dem Spiel drin seid und eben nicht rausgetabt. Dann können wir nun endlich mit der Installation des virtuellen privaten Netzwerks beginnen. Dafür doppelklicken wir auf Radmin VPN und installieren Radmin VPN. Nach der Installation könnte übrigens hier rechts ein Fenster aufploppen, welches euch fragen wird, ob ihr euren PC in dem neuen Netzwerk sichtbar machen wollt. Antwortet mit Ja auf diese Frage. Nun solltet ihr unten rechts in der Taskleiste ein kleines rotes Wappen sehen. Klickt darauf. Solltet ihr dieses Wappen unten rechts nicht haben, gebt unten links Radmin VPN ein und öffnet Radmin VPN auf diese Art und Weise. Andernfalls könnt ihr ebenfalls einen Shortcut dazu öffnen. Ist Radmin VPN nun geöffnet, können wir auf Online drücken. Was wir hier nun sehen, sind unser Name und unsere IP-Adresse. Um unseren Namen zu ändern, müssen wir einen Rechtsklick darauf machen und auf Namen ändern klicken. Und unsere IP-Adresse ist auch nicht ganz unwichtig, von daher können wir jederzeit auch einen Rechtsklick darauf machen und auf IP-Adresse kopieren klicken. Ein sehr praktischer Tipp ist übrigens, mit Windows-Taste V einen Verlauf der Zwischenablage zu öffnen. Nachdem ihr Windows-Taste und V gedrückt habt, müsst ihr dies erstmal hier bestätigen. Dann wird so ein Fenster aufploppen und euch fragen, ob ihr das überhaupt erst aktivieren wollt. Und fortan werdet ihr den Verlauf eurer kopierten Texte sehen. Solltet ihr nämlich mal die IP eines anderen Spielers kopiert haben, zwischenzeitlich aber einen anderen Text in der Zwischenablage drin haben, könnt ihr mit Windows-Taste V den Verlauf der Zwischenablage öffnen und durch einen Linksklick, beispielsweise, wenn das ist die IP wäre, könnt ihr da einen Linksklick drauf machen und dann wieder mit STRG V die IP oben links in das Brickforce IP-Fenster reinkopieren, um erneut zu joinen. Und STRG C ist übrigens kopieren. STRG V einfügen. So, machen wir nun weiter bei Radmin. Vorweg empfehle ich euch, Zero Tier zu deinstallieren, da zum aktuellen Zeitpunkt sich die Spieler der Community nur noch in virtuellen privaten Netzwerken von Radmin verbinden, da sich dies als fehlerfreier und stabiler herausgestellt hat. Was wir hier auch schon sehen können, sind ein paar Netzwerke, denen ich bereits beigetreten bin. Jedes Netzwerk hat übrigens ein Limit von 150 Mitgliedern. Das bedeutet, dass beispielsweise das Amorph BF Netzwerk, welches ich immer für Streams benutze, mal hier und da vollständig von mir geleert werden sollte. Nämlich wenn das Limit von 150 zum Greifen nahe sein sollte. Ebenfalls sehr wichtig zu erwähnen ist, dass der Administrator des Netzwerks nicht online sein muss. Es müssen sich lediglich die Spieler online im Netzwerk befinden, die miteinander spielen wollen, bzw. die sich miteinander verbinden wollen. Außerdem würde ich euch empfehlen, immer nur ein Netzwerk gleichzeitig aktiviert zu haben. Das könnt ihr bewerkstelligen, indem ihr einen Rechtsklick aufs Netzwerk macht und auf Enable drückt, beziehungsweise eben auf Disable. Nun kommen wir aber zur Frage, wie trete ich überhaupt einem Netzwerk bei? Dafür klicken wir oben auf Netzwerk und auf einem bestehenden Netzwerk beitreten. Anschließend bleiben wir hier in dem Reiter auf privates Netzwerk und müssen den Netzwerknamen eintippen und das Passwort. Übrigens auch beim Namen ist es wichtig, dass die Groß- und Kleinschreibung beachtet wird. Daher empfehle ich euch, alles einfach klein zu schreiben, solltet ihr ein Netzwerk erstellen. Als Beispiel tippen wir jetzt hier mal ein, AmorphBF. Und das Passwort? Thunfisch, alles klein. Und klicken auf Join. So, AmorphBF wird bereits gehighlightet, weil ich da bereits drin bin. Nehmen wir nun ein weiteres Netzwerk als Beispiel, nämlich ein weiteres recht beliebtes Netzwerk von dem Discord-Server. Nämlich BF-Server 2. Passwort ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und klicken auf Join. Und wir sehen, wir sind erfolgreich diesem Netzwerk beigetreten. Der Austausch von Netzwerkdaten und das Organisieren von Matches findet übrigens auf dem Brickforce Aurora Discord Server statt. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Solltet ihr euch nun so denken, Brickforce Server 2, ich will lieber die Nummer 1 sein, könnt ihr euch auch ein eigenes Netzwerk erstellen. Dafür müsstet ihr nur auf Netzwerk erstellen klicken, anstatt auf Netzwerk beitreten. Und nun müsst ihr in den folgenden drei Feldern euren Namen eingeben und zweimal euer Passwort. Sprich, da könnt ihr jetzt frei Schnauze einfach das eingeben, wonach euch steht. Bedingungen sind, dass der Name noch nicht vergeben ist und dass das Passwort mindestens 6 Zeichen lang ist. Als Beispiel nehmen wir mal Amorph
Und das Passwort werde ich nun eintippen und euch nicht verraten und klicken auf Create. Und wir sehen nun, wir haben ein neues Netzwerk erstellt, welchem ihr nicht beitreten werden könnt, da ihr das Passwort nicht kennt. Ich schlingel. So, da wir aber gesagt haben, dass wir selbstverständlich immer nur ein Netzwerk aktiv haben sollten, deaktivieren wir nun mal das Amorph-Netzwerk und simulieren jetzt einfach mal Matchmaking. Bevor ihr nun aber feuchtfröhlich darauf loszockt, solltet ihr unbedingt die Lautstärke von Brickforce reduzieren. Habe ich gerade echt Brickforce gesagt? Dafür macht ihr einen Rechtsklick unten rechts aufs Lautsprechersymbol und klickt auf Lautstärke-Mixer öffnen und bringt die Lautstärke von Brickforce auf einen Einschlingenbereich herunter. Bei mir ist es standardmäßig auf 4, ich würde euch aber empfehlen, erstmal auf 1 bzw. auf 2 zu starten. Eure Ohren werden mir dafür später danken. Gern geschehen. Dafür starten wir die Brickforce.exe und sehen bereits oben links das IP-Host-Fenster, das man mit F6 öffnen bzw. auch wieder schließen kann. Wie auch schon vorhin erwähnt, man sollte die Sprache unbedingt nicht verändern, sondern auf Englisch lassen. Das Häkchen hier sollte man setzen, da man sonst jedes Mal den Namen neu eingeben muss. Das E-Mail-Feld dient in dem Sinne als Name und das Passwort-Feld kann man komplett offen lassen. Alle anderen Buttons kann man komplett ignorieren, da das Hosten und Joinen von Matches über das F6-Fenster geschieht. Wenn ich nun beispielsweise ein Match hosten möchte, muss ich als erstes meine IP aus Radmin VPN kopieren und oben links ins Host-IP-Fenster einfügen. Und wie ihr hier lesen könnt, Host-IP. Hier muss immer die Host-IP stehen. Soll bedeuten, wenn ihr nicht der Host seid, müsst ihr eine andere IP eingeben. Und wie auch schon vorhin erwähnt, der Austausch von Netzwerkdaten und von IPs fürs Joinen von Matches findet auf dem Match-Organisieren-Channel auf dem Brickforce-Discord-Server statt. Dort solltet ihr nach Möglichkeit den Radmin-Netzwerknamen, das Netzwerkpasswort und eure IP teilen, damit andere Leute auch wissen, welche IP sie joinen müssen, sofern ihr der Host sein solltet. Wenn ihr einem anderen Match beitreten wollt, müsst ihr euch im selben Netzwerk wie der Host befinden, nämlich wie im Beispiel im Brickforce Server 2 Netzwerk von Radmin, und ihr müsst die IP des Hosts oben links einfügen. Und im Normalfall ist unser Schema zum Posten, in der ersten Zeile steht der Netzwerkname, in der zweiten Zeile das Netzwerkpasswort und in der dritten Zeile die IP des Hosts. So gehen wir gewöhnlicherweise vor, wenn wir in dem Channel zum Organisieren von Matches ein Match hosten wollen. Sehr wichtig an dieser Stelle anzumerken ist, dass das selbstverständlich kein permanenter Server ist, der 24/7 zu erreichen ist, sondern dass das immer nur ein temporär offener Server ist, den die Spieler selbst erstellen müssen. Nochmal eine kurze Zusammenfassung, Sprache nicht ändern, E-Mail-Feld ist euer Benutzername im Spiel, Passwort leer lassen, diese Buttons komplett ignorieren, oben links die Host-IP eingeben, sprich solltet ihr Host sein, kopiert eure IP-Adresse raus mit Steuerung C bzw. mit Rechtsklick kopieren und fügt die hier oben links ein mit Steuerung V und klickt anschließend auf Host. Solltet ihr einem anderen Match beitreten wollen, kopiert die IP des Hosts, welche in diesem Fall nicht eure sein wird, fügt die hier oben ein und klickt dann auf Join Match. Und ihr müsst euch auch selbstverständlich im selben Radmin VPN Netzwerk befinden. Erklärungen zu den neu hinzugekommenen Funktionen der F-Tasten, wie zum Beispiel dem Inventarmenü und generell auch ein kurzes Tutorial zum Inventar, könnt ihr in meinem Brickforce Emulator Tutorial Video finden. Damit wäre dieses Radmin Tutorial nun beendet. Und ich wünsche euch noch viel Spaß mit Brickforce Aurora, einem Server-Emulator, welcher euch mit anderen Leuten zusammen online Brickforce spielen lässt. Bis dahin, Leute. Ciao.